Tag, willkommen zum neuen Video. Wir schauen uns heute mal Call of Duty Warzone an. Wie ihr schon sehen könnt, das Ganze basiert ja auf dem aktuellen Call of Duty, das heißt Modern Warfare. Und ja, dürfen Sie jetzt einige fragen, warum schauen wir uns das dann an, wenn das quasi das gleiche ist? Nun ja, das Spiel ist Free-to-Play, das heißt dieser Spielmodus ist Free-to-Play, Modern Warfare, hier müsst ihr selber kaufen. Aber der Warzone-Modus, also Battle-Royale-Modus, ist frei spielbar, das heißt, den könnt ihr euch einfach so runterladen, ist ungefähr 80 GB groß, ja, das ist ein bisschen viel, leider. Dauert einige Zeit, das runterzuladen, wenn man nicht so eine schnelle Internetleitung hat, aber ihr könnt es kostenlos zocken. Ladet euch jetzt World of Warships im Link in der Beschreibung herunter und spielt es kostenlos. Du bist ein neuer Spieler? Registriere dich, um ein exklusives Starterpaket im Wert von 25 € mit 2 Schiffen, 7 Tage Premium, 200 Dublonen und 2,5 Millionen Credits zu erhalten. Ja, wir gehen als erstes mal ins Optionsmenü, denn da gibt es ein paar interessante Sachen, die es zwar auch schon in Modern Warfare gab, aber die hier auch vorhanden sind und nicht jeder hat das im Modern Warfare Video gesehen und nicht jeder weiß wahrscheinlich, dass es diese Verbindung zwischen denen gibt. Also sie basieren beide auf der gleichen Engine und haben so ziemlich die gleichen Grafikeinstellungen, wobei die Grafik etwas abgespeckt ist bei Warzone im Vergleich zum normalen. Zumindest lässt die Performance das vermuten, denn wir haben hier eine 2060 im Rechner und wir sehen gleich, dass das schon ziemlich gut läuft. Um jetzt erstmal hier durchzugehen, wir haben ganz normal Auflösung, Renderskalierung. Ja, das denke ich mal sollte eben klar sein, Bildsynchronisation. Ja, hier drunter könnt ihr nochmal die Bildwiederholrate einstellen, das heißt, wie viel maximale FPS ihr haben wollt. Ist ein bisschen genauer als bei anderen. Bei 200, das hier oben ist das, was ihr im Spiel maximal erreichen könnt. Darunter dann Menü-FPS, das ist eigentlich relativ irrelevant. Und außerhalb des Fokus, wenn das Spiel im Hintergrund ist, das kann man eigentlich komplett vernachlässigen, weil so oft ja, minimiert das Spiel ja nicht und lässt hinter im Hintergrund laufen. Nvidia Highlights, das ist jetzt ein bisschen komisch, warum das im Grafikmenü ist, aber das zeichnet quasi wie Shadowplay auf und ihr könnt das dann quasi, ja, wenn irgendwas Besonderes passiert ist, wieder abrufen und das dann quasi, weiß nicht, auf eurem YouTube-Kanal hochladen oder was auch immer. Ja, außerdem können wir noch die Shader-Installation neu starten, falls da irgendwas kaputt gegangen sein könnte. Das ist bei DirectX 12 Spielen, wird es immer relativ umfangreich gemacht. Und darunter kommen wir dann zu den normalen Einstellungsmöglichkeiten. Als erstes Details und Texturen, das ist ganz klar. Hier das, was man kennt, Texturauflösung und anisotropische Filtern, Partikelqualität, Einschusslöcher. Ja, habt ihr auch ganz schöne Vergleichsbilder, wenn man es mal bei den Einschusslöchern sieht, was an und aus ist. Und ja, da seht ihr eigentlich relativ gut, wo der Unterschied hier liegt. Natürlich hat die Texturauflösung auch einen großen Einfluss auf den Arbeitsspeicher von der Grafikkarte, also den Grafikspeicher. Den seht ihr auch oben bei der VRAM-Auslastung. Einmal oben in Afterburner und einmal rechts, was das Spiel sagt, was ungefähr genutzt wird. Und das stimmt nicht ganz, denn das ist etwas, ja, also es ist ein bisschen optimistisch gerechnet in dem Sinne, dass es weniger anzeigt, als es in Wirklichkeit ist. Wir haben zwar im Menü ungefähr 5 GB Auslastung, aber im Spiel sind es dann doch ein bisschen mehr. Tessellation haben wir auch noch, die können wir auch einstellen. Das finde ich auch sehr schön, weil da kann man auch ein bisschen Leistung sparen, wenn man jetzt nicht so eine schnelle Grafikkarte hat, aber bringt jetzt auch nicht allzu viel. Genau, als nächstes Shadowmap-Auflösung. Hier wird es nämlich interessant. Ja gut, das ist die Schattenauflösung. Ihr seht schon, da ist ein ganz guter Vergleich, was das die Unterschiede sind. Produktschattenpuffer, das hatten wir in Resident Evil auch schon. Das ist ein Puffer im Grafikspeicher, der die Schatten zwischenspeichern kann. Hier habt ihr noch eine Beschreibung dafür. Das gleiche Sonnenschattenpuffern ist das gleiche. Partikelbeleuchtung ist, wie zum Beispiel Explosionen, Beleuchtung abstrahlt oder eben generell das Licht abstrahlen. Und hier haben wir DirectX Raytracing. Also Raytracing-Schatten sind hier nur drin, keine Verspiegelungen oder sonst irgendwas, es sind nur Raytracing-Schatten, weshalb die Performance auch relativ gut ist. Wir werden auch dann gleich sehen, dass das in dem Spielmodus, also im Warzone-Modus, nicht wirklich oft auftritt, sondern eher in der Kampagne bei Call of Duty Modern Warfare, also im normalen Hauptspiel, da sieht man das deutlich öfter. Ihr könnt aber dann gleichzeitig noch Screen Space Reflections einstellen. Das Ganze ist eben deswegen, weil es kein Raytracing bei den Reflektionen gibt, somit habt ihr nur Screen Space Reflections, also die man quasi nur, diese Spiegelung finden nur statt, wenn ihr das Gespiegelte auch in eurem Blickfeld habt. Genau, und dann gibt es noch die Umgebungsverdeckung, sollte man auch mittlerweile kennen. Darunter sind noch mal ein paar Post-Processing-Effekte,
unter anderem Tiefenschärfe, einen Filmgrain, der sieht, je nachdem wie hoch man einstellt, ziemlich hässlich aus, genauso wie das Bildrauschen unten, warum auch immer man das anmachen wollen würde, das verstehe ich nicht ganz, und natürlich eine Bewegungsunschärfe, das kennt man aber soweit. So, wir gehen jetzt aber erstmal ins Spiel rein, denn nur so sehen wir, was denn die Grafik auch im Spiel kann. Ich kann euch aber eins vorweg sagen, es sieht nicht besonders viel anders aus wie das Call of Duty, wie die Vollversion quasi. Es ist halt ein bisschen abgespeckt, damit auch günstigere PCs das darstellen können recht gut. Und wir werden auch sehen, wir haben hier eine RTX 2060 drin und zusätzlich einen 3700X. Und das läuft darauf eigentlich hervorragend. Wir haben auch natürlich vom MSI Afterburner das Onscreen-Display eingeblendet. Da seht ihr oben CPU-Auslastung, RAM-Auslastung, FPS, Grafikkartenauslastung bzw. Temperatur und die Taktraten sowie die Speicherauslastung. Darunter noch ein Frametime-Graph, damit ihr seht, ja, wie die Frametimes eben so sind. Aufgebaut ist das Spiel relativ ähnlich zu Fortnite und PUBG zum Beispiel, denn es ist ebenfalls ein Battle Royale-Titel, wie man es kennt. Also es sind zwar hier 150 Spieler, das heißt ungefähr 50 Spieler mehr, also 50 Spieler mehr als bei den anderen. Das macht das Ganze ein bisschen, ja, man trifft öfter auf Gegner, als es vorher der Fall war, von daher ist das schon nicht schlecht. Aber im Großen und Ganzen wirkt es einfach ein bisschen hektischer, sage ich mal. Ja, wir sehen hier schon die Grafik, das sieht eigentlich auf den ersten Blick ganz gut aus. Natürlich muss man hier sagen, es ist nicht unbedingt auf der Höhe der Zeit. Es kommt natürlich darauf an, wie man sieht. Also, ja, wenn man jetzt zum Beispiel mal auf den Boden schaut, ja, so Gras und so, das ist immer noch im tollen 2D-Look aus den frühen 2000ern. Da hat sich bisher nichts geändert. Genauso wie, ja, die Texturen sehen jetzt auch nicht allzu toll aus. Ich meine, es gibt Schlimmeres. Die Steintexturen sind schon recht gut, aber wir haben ja auch Sachen, die sehen wirklich ja, nicht so geil aus. Aber ihr seht schon, die Performance ist relativ gut. Wir sehen immer hier in dieser Szene zum Beispiel, vor allem wenn wir jetzt im Flugzeug sind, dann geht das schon deutlich runter, weil hier einfach viele Schatteneffekte stattfinden durch das ganze Licht. Und ja, deswegen sind wir hier teilweise sogar unter 60 FPS. Das passiert aber im normalen Spiel eigentlich so gut wie nie. Ich hatte das bisher zumindest noch nicht. Selbst wenn wir hier sehr viel im Bild haben, mit einer hohen Sichtweite, dann passiert das eigentlich nicht. Wir können mal kurz einen Blick auf den Grafikspeicher werfen, denn das ist aktuell sehr interessant. Der Grafikspeicher an sich ist komplett ausgelastet, das heißt, wir haben 6 GB von 6 GB belegt. Und zusätzlich ist der RAM noch etwas ausgelagert, also es wurde noch vom Grafikspeicher auf den Arbeitsspeicher ausgelastet, weil der Grafikspeicher einfach voll war. Und das heißt, man braucht hier für Full HD schon einigermaßen, besser wäre es, wenn man eine 8 GB Karte hat. Es geht auch mit einer 6 GB Karte, man sieht es ja hier. Und natürlich, wenn man die Details ein bisschen runterdreht, dann geht es auch mit einer kleineren. Ne? Aber ja, man muss halt abwägen, was da denn wie funktioniert. Wir sehen schon, wenn wir auf dem Boden sind, dann ist das von der Framerate her viel besser. Und wir kommen hier deutlich besser klar als noch oben in der Luft. Abschließend muss man sagen, aus technischer Sicht ist das zwar nicht wirklich beeindruckend, aber da das Ganze ja auch ein Free-to-Play-Titel ist, muss man natürlich sagen, dass das optisch schon einigermaßen gut aussieht und ja, relativ nah an PUBG zum Beispiel rankommt. Zwar sieht PUBG, finde ich, noch mal ein Stückchen besser aus, zumindest an manchen Stellen. Es gibt aber auch Szenen, wo Call of Duty Warzone dann doch wieder ein bisschen schöner ist, aber das, ja, nimmt sich jetzt nicht besonders viel. Zudem ist Warzone das einzige wirkliche Free-to-Play-Spiel, das auch RTX-Features bietet, also richtige RTX-Features. Denn es gibt auch Spiele, wo das eher mit Software gelöst wird, das dann zum Beispiel auch auf anderen Grafikkarten läuft. Aber hier wird wirklich richtiges RTX geboten, zwar nur bei den Schatten, was das man bei den meisten anderen Titeln nicht bekommt. Somit, ja, wenn man zum Beispiel eine RTX-Grafikkarte hat und man will sich das Ganze mal anschauen, dann kann man das in diesem Titel durchaus mal ausprobieren. Natürlich muss man hier dann sehen, dass sich das Ganze nicht so verhält wie jetzt zum Beispiel bei Control, wo ihr Global Illumination, Schatten und gleichzeitig noch Reflexionen habt. Also da ist natürlich ein richtiger Unterschied zwischen solchen Titeln, aber es ist immerhin schon mal ein Einstieg. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr von Call of Duty Warzone haltet. Habt ihr schon mal ausprobiert oder seid ihr generell nicht so der Fan von Battle Royale? Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Feindliches persönliches Radar in der Luft. Es verfolgt jemanden. An Boden.